Hallo und willkommen zu einer neuen Folge The Witcher Dry Wild Hunt. Wir sind gerade mitten in einem Dialog. Wir haben gerade den General und die Baronin zum Pferderennen begleitet und reden gerade über Pferde. Weißt du irgendwas über den Fuchs da oder den Braunen? Der Fuchs heißt Donner, ein reinblütiger Redanier, edles Ross, aber zu eigenwillig für meinen Geschmack, schwer zu beherrschen. Und der Braune stammt aus Serikanien. De Volt hat ihn kürzlich gekauft. Ich weiß nicht viel über ihn, aber Serikanier sind bekannt für ihre große Ausdauer. Ist Molly ein Pferd? Bitte? Eigentlich bin ich hier, weil ich Molly suche. Geduld, Hexer. Sie wird bald hier sein. Ich habe sie gebeten, zu uns zu stoßen, sobald sie ihre Aufgaben erledigt hat. Es dauert gewiss nicht mehr lang. Das hängt davon ab, was du ihr aufgetragen hast, Herrin. Aber ich habe keine Wahl. Ich warte. Du kennst dich gut mit Pferden aus. Auskennen trifft's nicht ganz. Morvran ist ein echter Experte. Pferde sind ehrlicher als Menschen. Ich bin sehr gespannt, wie du dich im Sattel hältst, Hexer. Ich versuche, nicht runterzufallen. Wie wär's mit einem kleinen Rennen? Deswegen bin ich nicht hier. Lass mich nicht betteln, Hexer. Weißt du was? Wenn du gewinnst, kriegst du meinen besten Sattel. In Nilfgaard gemacht, aus herrlich gegerbtem Leder. Ich bin mir sowas sicher, dass ich den verkaufen werde, aber okay. Warum nicht? Würde gern sehen, ob dir dein Wissen über Pferde auch im Sattel nützt. Gut gesprochen. Welches Pferd wählst du, Hexer? Plötze? Warum kann ich nicht Plötze nehmen? Unverschämtheit. Dann nehme ich den Außenseiter, den braunen Rupert. Hab schon viel von serikanischen Pferden gehört. Ich nehme den braunen. Ich reite nicht mit, aber dafür wette ich. Nimrod gewinnt. Der Reiter spielt keine Rolle. Dann nehme ich Cantarella. Wir sollten nicht länger warten. Fangen wir an. Cantarella. Na gut, die Champions-Tochter Cantarella gegen den unbekannten Neuling, Plötze 2. Los geht's! Okay, erfolgreich abgedrängt. Das ist das Wichtigste. Wo muss ich lang? Da lang! Ich bräuchte echt irgendwie einen hell leuchtenden Pfad vor mir, damit ich bei diesem Pferderennen nicht den Weg aus den Augen verliere. Aber hier ist wenigstens alles schön eingezäunt. Ich muss mal ein bisschen vom Gas gehen, habe ich das Gefühl. Ja. Immer langsam da hinten. Nein, immer langsam. So, jetzt geben wir wieder ein bisschen Gas. Schon du doch dein Pferd ein bisschen mehr vielleicht. Anstatt mir zu sagen, dass ich meins nicht schonen soll. Ich schone mein Pferd so sehr, wie es mir passt. Wenn du dein Pferd nicht schonen willst, ist es dein Problem. Aber dann hätte ich dir Peter an den Hals. Und die sind radical. Das ist gleich vorbei mit Pferderennen. Hey! Der ausdauernde Außenseiter hat gewonnen. Das war atemberaubend. Ein famoser Sieg. Danke. Für jemanden, der nicht reiten kann, hast du dich vorzüglich im Sattel gehalten. Mein Glückwunsch. Das ist deins. Überlegener Rennsattel. Willst du wohl jetzt mit der Kammerzofe sprechen, Herrin? Ach ja, Molly. Deswegen bist du ja überhaupt hier. Die stämmige junge Frau dort, das ist sie. Sprich mit ihr. Und komm zu uns, wenn du nach Novigrad zurückkehren willst. Wir reisen gern mit dir zusammen. Ach, nichts ist so schmerzhaft wie das Leben. Ich dachte, der Sattel gehört mir. Warum hängt er da immer noch und ich kann ihn nicht mitnehmen? Aber gleichzeitig habe ich ihn. Vielleicht ist der geklont. Hallo, Molly. Du wurdest gerade als stämmige junge Frau beschrieben. Du kommst mir gar nicht so stämmig vor. Ich bin Molly, Herr. Du wolltest mich sprechen? Nenn mich Geralt. Geralt? Der Geralt? Dem Rittersporn ein ums andere Mal das Leben gerettet hat? Ohne Rittersporn wäre ich jetzt nicht hier. Er hat mir von euren Abenteuern erzählt. Wie er dich mit Liedern auf den Kampf einstimmt und wie er den Kairan mit seiner Laute gezähmt hat. Ich meinte das wörtlich. Ich bin wegen Rittersporn hier. Ich wollte dich fragen, ob du weißt, wo er sein könnte.
Nein, leider nicht. Wir haben uns eine Ewigkeit nicht gesehen. Die Baronin ist nicht erfreut, dass wir uns kennen. Sie hält Rittersporn für einen nichtsnutzigen Faulpelz. Stell dir nur vor. Aber vielleicht kann dir seine Schwester helfen. Ein so nettes Mädchen. Erinnerst du dich an dein letztes Gespräch mit Rittersporn? Na klar. Er wollte etwas Geld für eine Barke leihen. Was? Wozu braucht er denn eine Barke? Für eine romantische Bootsfahrt im Mondschein auf den Kanälen. Er sprach von Erdbeeren und diesem Perlwein und er wollte mir ein Ständchen singen. Aber seitdem ist er weg. Dir ist klar, dass Rittersporn gar keine Schwester hat? Und ob er eine hat? Ich hab sie doch gesehen. Aber sie sieht ihm überhaupt nicht ähnlich. Ist blond. Vielleicht haben sie verschiedene Väter. Und auch verschiedene Mütter. Vielleicht. Aber er hat sich um sie gesorgt, so wie er ihre Sachen getragen hat und... Weißt du, wo ich sie finde? Rittersporns Schwester? Leider nicht. Immer wenn ich gefragt habe, wann wir sie besuchen, ist er ganz still geworden und hat das Thema gewechselt. Danke, Molly. Warte. Bevor du gehst, habe ich noch eine Bitte. Rittersporn hat versprochen, mir seine Briefmarkensammlung zu zeigen. Er hat's nie getan, aber ich würde sie so gern sehen. Wird nicht schwer, ihn zu überreden. Er zeigt sie liebend gerne. Jeder, die er trifft. Oh, das ist wundervoll. Danke und viel Glück bei deiner Suche. Die arme Molly. Die tut mir leid. Wann hast du dir zuletzt die Dass die von Rittersporn so verarscht wird. Moment, warum, wo soll ich denn jetzt bitte hin? Ach so, hier. Okay, hallo. Ich soll nochmal mit euch reden, habe ich gehört. Ich weiß nicht warum. Ah, Geralt, da bist du ja. Wollen wir zusammen zurückreiten? Ja. Sehr gern. Ist ein langer Weg bis Novigrad und mit Begleitung erscheint er nicht ganz so lang. Sehe ich auch so. Nun dann los. Ach guck, die werden noch richtige Freunde. Richtige Buddies. Im vierten Teil ist dann er als Begleiter immer mit dabei. Oder man spielt ihn. Ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich keinen vierten Teil geben, so wie die Entwickler sich angehört haben. Aber was ich mir vorstellen könnte, aber ich weiß es nicht, wäre ein Remake vom ersten vielleicht. Wäre eigentlich cool, oder? Ich hätte gern einen. Richtigen Remake, einen aufwendigen. Und ich meine, wenn die CD Red Project oder wie sie heißen, was machen, wird das glaube ich auch gut. Also die würden glaube ich schon ein ordentliches Remake abliefern. So mit Witcher 3 Engine oder so. Wäre schon cool, oder? Ich würde sofort spielen. Aber erstmal beenden wir den dritten Teil. Würde ich sagen. Der zweite, der geht noch. Und da wären wir. Danke für deine Gesellschaft. Gleichfalls. Mach's gut. Tschüssi. Na gut, das war jetzt eine längere Quest. Dann gehen wir mal zur letzten, mit der wir reden sollen. Wir haben jetzt auch alle netterweise in der richtigen Reihenfolge gespielt. Moment, da müssen wir rein. Dann ist er durch das Loch in der Mauer hinten geflüchtet. Was willst du? Ich will Rosa Baatre sprechen. Oh, Kumpel, und was ich erst will. Fräulein Rosa empfängt nicht jeden. Ich bin Geralt von Riva, ein Hexer. Wenn Fräulein Rosa sich in eine Striege verwandelt, wird ihr Vater sicher nach dir schicken. Aber sie zeigt noch keine Symptome, also wirst du nicht gebraucht. Und jetzt zieh Leine. Ich dachte, ich könnte als zweiten Versuch sagen, dass ich der Schwertkampflehrer bin. Zischa, zischa. Na gut. Dann halt hintenrum. Die Macht findet einen Weg. Und so tut's auch ein Witcher.
Geralt schon gleich zweimal. Komm, halt dich doch da oben fest. Überall kann er hochklettern, aber da auf einmal nicht. Wir finden schon den Weg rein. Ihr werdet schon sehen. Ihr werdet schon sehen. Die Zivilisation endet am Rande dieses Lagers. Oh Gott. Ha, ist wirklich gut gesichert. Da kommen wir tatsächlich nicht so leicht rein. Ich dachte, man könnte sicher irgendwo... Aber vielleicht gibt es hier unten einen Eingang. Jetzt mal ganz vorsichtig, Geralt. Vielleicht gibt es hier eine Höhle oder so. Sieht nicht so aus. Oh Mann, Geralt. Oh Mann! Mann, du spinnst ja! Nein, oh Gott! Das mache ich nicht mit Absicht, wirklich nicht. Puh, okay. Das war knapp. Das war gerade echt am Abgrund. So. Oha. Da liegt jemand. Liebesbrief. Liebe Rosa, vom ersten Moment an, als ich dich sah und so weiter und so fort, bla 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 bla, dein wahrhaftig ergebener Bewunderer Gilbert Blith. Tja, anscheinend ist es nicht sehr gesund, die Rosa zu verehren. Sieht zumindest so aus. So, so leicht. Du stehst auf Männer wie mich, das weiß die ganze Stadt. Also spiel nicht die unnahbare Schnucki. Herren war Adre. Oh, ich wollte eigentlich zuhören. Naja. Wer bist du? Was willst du hier? Antworte sofort oder ich rufe die Wachen. Tut mir leid, mich reinzuschleichen, Fräulein. Ich bin Geralt, ein Freund des Barden Rittersporn. Geralt von Riva? Der berühmte Hexer aus den Balladen? Was treibst du hier, Vagabund? Wie bist du reingekommen? Bei der großen Sonne, ich habe niemanden reingelassen, edle Dame. Ruhe. Lass mich das machen. Hüte deine Zunge. Dies ist Frédéric Francis de Bergerac, der neue Schwertkampflehrer, nicht? Zeig ihm den Übungsraum. Ich bin gleich da. Aber Fräulein, das ist ein Hexer. Er hat es am Tor selbst gesagt. Hauptmann, meinst du, Rosa war Atre würde sich von einem dahergelaufenen Trampel ausbilden lassen, der sich Schwertmeister nennt? Die Wahr-Atres verlangen das Beste, und das sind Hexer. Bring ihn in den Übungsraum, sofort. Jawohl, Fräulein. Folge der... du dich eingelassen hast. Hoffe ich auch. Fräulein Rosa hat ein animalisches Temperament. Kennt keine Gnade, wenn sie ein Schwert in der Hand hat. Reden wir gerade echt noch von Schwertkampf? Schnapp dir ein Holzschwert. Und pass auf, dass du Fräulein nicht wehtust, sonst lernst du den Botschaft. Komm mit. Okay. Wohin denn? Wohin soll ich mitkommen? Ich bin eh hier. Ah, okay. Oh, oh, ich glaube, da stimmt was nicht. Okay. Naja, dann. Du bist mein neuer Lehrer? Na sowas. Diesmal hat sich Papa ja wirklich Mühe gemacht. Nimm dir erstmal Holz. Zeig, was du drauf hast. Okay. Jetzt sieht die Hose echt dämlich aus, zu dem Oberteil. Aber gut. Oh, ich kann keine Witcher-Fähigkeiten einsetzen. Hätte ich mir fast denken können, dass ich sie jetzt nicht anzünden kann. Aber es hätte ja sein können. Keine Gnade! Die hat sogar eine Energieleiste, die ist eine richtige Endbossin. Haha! Was sollen denn zwei Schwerter, wenn du eh nur eines führen kannst? Naja. Wie ich die mit dem Holzknüppel verprügel. Ich find's lustig. So, komm her. Au, au. Yeah. Gut gekämpft. Du bist viel besser als der Letzte.
Ich bin eigentlich gar nicht dein Schwertkampflehrer. Ach, wer bist du dann? Und wie bist du reingekommen? Bild ich's mir ein oder haben wir eben darüber gesprochen? Im Garten. Im Garten? Ja, richtig. Im Garten. Also, was sagtest du noch gleich, warum du hier bist? Ehe ich frage, muss ich sagen, dass du recht gut mit dem Schwert umgehst. Lass nur deine linke Flanke nicht offen, wenn du ausweichst. Oh ja, schreckliche Angewohnheit. Werd ich einfach nicht los. Hatte gehofft, jemand aus Novigrad könnte mir dabei helfen. Aber verwirr mich nicht mit Ratschlägen. Du hast schon gestanden, dass du nicht zum Training hier bist. Ich wollte nach deinem Rhetoriklehrer Rittersporn fragen. Rhetoriklehrer? Zum Lachen. Als solchen hat Papa ihn eingestellt, aber er hatte daran kein Interesse. Meist hat er Laute gespielt und gesungen. Wollte wohl jemandem den Hof machen. Also hat er nicht... Aber ihr hattet doch irgendein Verhältnis. Wenn du es ein Verhältnis nennst, das er mir nachstellte, jedenfalls lief zwischen uns nichts. Meine Schwester hatte ihren Spaß auf unsere Kosten. Doch genug geplappert. Kämpfe! Ich verlange eine Revanche. Okay, ich bin bereit. Aber deine Energieleiste ist wieder voll. Oh, meine aber auch. Dann ist schon gut. Schubsen gilt nicht. Sonst benutze ich meine Witcher-Magie, wenn du schubst. Was für ein Schwertkampf. Verlieren wir den Nerv. So. Wie die Holzspäne fliegen. Wir haben bald nur noch so kleine Zahnstocher in der Hand, weil überall Staub und Späne liegen. Na komm schon. Au. Was sollen denn zwei Schwerter? Ja, wie lange soll ich noch warten? Komm schon, bring sie um. Keine Gnade. Gleich haben wir sie. Verdammt. Huh. Auch wenn du kein Lehrer bist, solltest du einer werden. Willst du mir nicht ein paar Stunden geben? Einer Dame darf ich nichts abschlagen. Was turtelt ihr Täubchen denn da? Du hast mich nach meinem Verhältnis zu Rittersporn gefragt? Nun, hier ist die Urheberin des Durcheinanders. Edna Var Atre, größte Unruhestifterin nördlich und südlich der Yaruga. Moment, dann warst du das im Garten? Natürlich war ich das. Warum? Wollte Rosa dich für dumm verkaufen? Nicht böse sein. Das ist ein uraltes Spiel. Wir wurden schon immer miteinander verwechselt. Dann hat auch Rittersporn euch verwechselt? Gelegentlich schon. Das hat Rosa aber schnell aufgeklärt. Wenn du kurz deinen gehässigen Mund halten würdest, liebe Schwester, könnte ich erklären. Edna hat Rittersporn Liebesbriefe geschickt, unterschrieben mit meinem Namen. In seiner Eitelkeit ist er darauf reingefallen. Ich durfte mich der Avancen des alternden Baden erwehren. Rosa, es war doch nur gut gemeint. Ich fand, dass du Hilfe beim ersten Schritt brauchst. Du bist bei jeder seiner Balladen errötet. Hör auf, sonst singt er als nächstes bei deinem Begräbnis. Beruhigt euch, meine Damen. Kein Poet ist einen Streit unter Schwestern wert. Schon gar nicht dieser. Hört mal, ich will nur eins wissen. Habt ihr Rittersporn in letzter Zeit gesehen? Edna vielleicht. Ich jedenfalls nicht. Liebe Schwester, ich würde mich doch nicht mit einem Mann treffen, für den du heimlich brennst. Brennen? Für einen, der ständig die Talente einer anderen preist? Dazu bin ich nicht dumm genug. Gebildete junge Damen wie ihr wissen doch sicher jede Menge über Politik. Wir haben dies und das aufgeschnappt. Was willst du wissen? Der Kaiser drängt weiter nach Norden. Die Höflinge sind sicher begeistert. Seine Vertrauten sicher. Aber Papa sagt, dass das nicht mehr lange so geht. Warum nicht? Er meint, dass der Krieg den Handel stört.
und dass die Leute es leid sind, die Abenteuer des Kaisers zu bezahlen. Wie läuft denn der Krieg? Ist eine Entscheidung in Sicht? Papa sagt, vieles hängt an Radovid und daran, wer Novigrad zuerst einnimmt. Wieso Novigrad? Das ist doch eine freie Stadt. Sie ergreift nie Partei und hält sich aus jedem Streit raus. Oh, jedes Kind weiß doch, dass Novigrad die größte Flotte der Welt hat. Und angeblich quillt die Schatzkammer so über, dass man 2 Armeen ausrüsten könnte. Anderes Thema. Verhielt sich Rittersporn in letzter Zeit seltsam? Ungewöhnlich? Ungewöhnlich? Eigentlich nicht. Zwecklos, Geralt. Sie ist so verknallt, die würde nicht mal merken, wenn er zum Werwolf würde. Edna! Was denn? Du musst nicht so tun, als wäre er normal. Weißt du noch, als er uns auf den Friedhof führte? Rhetorikstunden auf dem Friedhof? Selbst für Rittersporn ungewöhnlich. Wir wollten die Gräber berühmter Professorin von Ochsenfurt besuchen. Am Ende stellte er lauter Fragen über Markgraf Henkel. Über wen? Ein exzentrischer alter Kauz. Neulich verstorben. Als junger Mann ist er offenbar ein wichtiger und großzügiger Förderer der Künste gewesen. Von wem hat Rittersporn denn gesungen? Kennt ihr sie? Sie ist wohl eine Dichterin oder Bardin. Selbstredend außergewöhnlich begabt und fähig. Diese Frau, sie ist nicht von hier, oder? Ich glaube, er hatte ihren melodiösen, kuvirischen Akzent gelobt. Kann sein. Er hat sie ein paar Mal Kalonetta genannt. In Kuvir sind bizarre Namen üblich. Ich muss Soltan nach dieser Kalonetta fragen. War mir ein Vergnügen, aber ich habe noch was zu erledigen. Äußerst erfreut, dich kennenzulernen. Komm bald wieder. Und? Was ist jetzt mit weiteren Stunden? Du bist überzeugend, Fräulein. Woher du das bloß hast? Sag mir Zeit und Ort. Morgen hier? Gleiche Zeit wie heute? Gut. Bis dann. Bis dann, Meister Hexer. Oh oh, Edna bricht gleich aus. So. Noch schnell Rüstung angezogen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, vergesst bitte nicht zu liken und zu abonnieren. Ich kann gerade nicht speichern aus irgendeinem Grund. Ja, jetzt. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.